Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen beim Hörgenuss für den Monat Februar. Ja, wir haben tatsächlich schon wieder den letzten Donnerstag im Monat und es ist Hörgenusszeit. Ihr findet die Mädels der Stammcrew und auch die Playlist unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und heute wird dann wahrscheinlich auch eure Abo-Liste ein bisschen vollgespickt mit tollen Hörbuchtipps, die in der Regel, wenn es sich um Bücher handelt, natürlich auch Buchtipps sind, wenn ihr nicht unbedingt gerne hört. Oder lieber ja, das haptische Buch in der Hand habt zum Lesen. Mein Hörbuchtipp ist Prison Healer, die Schattenheilerin von Lynette Noni, der Auftakt einer Jugendbuch-Fantasy-Serie, Dystopie, ja, Trilogie, irgendwie so. Und ich habe dieses Buch jetzt im Februar gehört, habe mich ja, aufgrund der Sprecherin Nina Reitmeier auch für das Hörbuch entschieden, hatte da auch die Hörprobe angehört und dachte, ja, die Stimme kenne ich, die mag ich und sie passte für mich auch sehr, sehr gut in diese Jugend-Dystopie-Geschichte. Ich bin zufällig über dieses Buch gestolpert und fand auch den Klappentext super spannend. Ich mag auch das Cover sehr, sehr gerne. Im Englischen erscheint der dritte Teil jetzt im Juni. Ich hoffe, dass vom Verlag dann zeitnah der zweite Teil kommt und dann auch ja, der dritte Teil kurzfristig übersetzt wird, sodass es ganz schnell weitergehen kann. Ja, ich habe schon gesagt, es ist eine Jugendbuch-Dystopie. Dementsprechend haben wir auch eine jugendliche Protagonistin, nämlich Kiva. Sie ist 17 Jahre jung, lebt schon 10 Jahre mit ihrem Vater im schlimmsten Gefängnis des Königreichs. Wir haben hier ein Königreich und in diesem Gefängnis arbeitete ihr Vater als Heiler, bis er gestorben ist und dann hat sie seine Rolle übernommen. Da sie diese Gabe des Heilens hat, also wirklich sich auskennt mit Kräutern und ja auch verschiedensten Arzneien, wird sie ein bisschen besser behandelt als so manch anderer Gefangener. Sie muss nicht zwangsarbeiten, aber sie muss sich schon um all die kümmern, die eben bei ihr ankommen, auch um Neuankömmlinge, die werden dann im Grunde auch markiert mit einer Nummer. All das ja, übernimmt Kiva. Kiva hat sich das Leben so ein bisschen angenommen und hofft aber nach wie vor, dass ihre Familie irgendwann kommt und sie rettet. Es gibt da auch so ein bisschen den Austausch von Nachrichten, dass sie durchhalten soll, dass sie gerettet wird. Eines Tages wird in ja, das Krankenlager die Rebellenkönigin gebracht. Sie ist sehr schwer krank. Kiva weiß nicht so richtig, woran sie erkrankt ist. Sie soll sie aber heilen, denn sie muss sich dem Elementarurteil unterziehen. Das ist eine vierteilige Prüfung. Für jedes Element gibt es eine Prüfung. Und wenn man die überlebt und schafft, dann hat man sozusagen bewiesen, dass man unschuldig ist. Also im Grunde auch so ein bisschen ähnlich, wie es früher ja auch bei den Hexen war, die man angebunden ins Wasser geworfen hat in einen Fluss. Und wenn sie im Grunde ertrunken sind, ja, dann waren sie unschuldig, aber dann war es zu spät. Konnten sie sich retten, haben sie Magie angewendet. Im Grunde hat man das hier so ähnlich, nur ein bisschen andersrum. Ja, und sie soll sie eben pflegen und heilen. Und ja, Kiva ist jetzt auch auf der Suche nach einem Heilmittel, wie sie das sozusagen lösen kann, dass sie hier teilnehmen kann. Aber dann verfolgt Kiva recht schnell ein ganz anderes Ziel und hat einen anderen Plan und bringt nicht nur sich selbst dadurch in Gefahr. Es ist wahnsinnig spannend. Es ist wirklich ein Highlight an Geschichte. Lange keine so spannende, packende Jugenddystopie mehr gelesen, die wirklich Spaß macht, die mich mitgerissen hat, die wirklich auf einer Ebene so ein bisschen bei mir ankommt, wie Panem, wie Nevernight, wo ich wirklich sage, das hat diesen ähnlichen Flair. Es ist düster, es ist dunkel, man hat irgendwie Rache, man hat eine starke Protagonistin, die nicht irgendwie übertrieben dargestellt wird. Es hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Ich finde vor allem Kiva als Protagonistin überzeugt mich hier komplett. Ich finde sie einfach toll. Ich finde sie sympathisch. Sie ist die perfekte Heilerin, die eben eine Fürsorge hat, die auch mit Herz irgendwie da rangeht, aber dennoch auch immer so ein bisschen auf Abstand bleibt, nicht zu viele Emotionen hat. Das fand ich richtig, richtig toll. Auch die Nebencharaktere, da gibt es so einige, die man sehr ins Herz schließt, die einen dann auch zum Lachen bringen, zum Weinen bringen, wo man wirklich jegliche Emotionen hat, wo man Angst hat, wo man mitzittert, mitfiebert. Richtig toll und auch diese Nebencharaktere sind wirklich von der Tiefgründigkeit wunderbarst angelegt. Auch die Entwicklung, ähnlich wie bei Kiva als Protagonistin, die wirklich eine ganz tolle Entwicklung nimmt und auch authentisch sich anfühlt und echt anfühlt, und das ist wirklich großes, großes Kino. Die Bestseller-Autorin aus Australien verknüpft hier eben auch verschiedensten Themen wie Krankheiten, Seuchen, das Heilen, und man hat so eine Brise Magie, die ich absolut perfekt finde. Ich mag dieses Magiesystem und es gibt auch so eine ganz zarte
anbändende Liebesgeschichte, die ich wirklich richtig toll fand, die ich auch gut eingebaut fand, die ich nicht so vordergründig fand, weil wenn man diese Probleme eben hat wie Kiva, dann ist, glaube ich, nicht das Erste, woran man denkt, irgendeinen Typen zu treffen und den jetzt zu daten. Ich meine, man muss ja auch bedenken, wir sind hier in einem Gefängnis und das hätte einfach nicht so gepasst. Also das fand ich wirklich die perfekte Mischung. Es war wirklich sprachlich sehr packend geschrieben, sehr mitreißend. Es gab viele Details, die wirklich wichtig sind, die perfekt auch in die Geschichte eingebaut wurden. Wir haben es sehr bildhaft, wir haben es aber auch sehr dynamisch und auch sehr modern und mir hat das unglaublich gut gefallen. Auch wenn das Setting ja eher so ein bisschen mittelalterlicher anmutet, fand ich trotzdem, dass man so, diese moderne Brise, wie eben die Autorin schreibt, hier sehr gut gespürt hat. Es ist wirklich ein vielschichtiges Buch mit sehr logischen, konsequenten Wendungen, die man aber nicht vorhersieht, die wirklich auch zum Teil sehr überraschend kommen und die wirklich auch sehr tiefgründig einfach erzählt werden. Also es war wirklich ein Hörgenuss, wie ich ihn liebe, wie ich Dystopien mag, wie ich Fantasy gerne lese. Allein auch so diese Bildgewalt, die bei mir im Kopf entstanden ist, mit Charakteren, die man irgendwie gerne begleiten möchte, die einen mitfiebern lassen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben und das wirklich so perfekt. Also wenn diese Reihe so weitergeht, kann die wirklich auf dem Thron sozusagen sich mit hinsetzen, mit den vorhin auch genannten Dystopien. Da kann man aber natürlich auch an Seis denken oder an die Bücher auch von Mary Lou oder auch von V.E. Schwab, wo ja auch so ein bisschen Dystopie durchaus durchdringt. Also wirklich großes, großes Bücherkino und eben auch in der Hörform super, super spannend erzählt von Nina Reitmeier, die auch Kiva eine ganz wunderbare Stimme verleiht, dieser Geschichte ja auch Tiefgang gibt, das nicht irgendwie flapsig so dahin erzählt, sondern wirklich wunderbar Atmosphäre schafft und ich wirklich in jeder Minute einfach nur hören wollte und mir das super, super viel Spaß gemacht hat. Ein Buchtipp, ein Hörbuchtipp, es hat wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube, dass in meinem Highlight-Regal gegenüber auf jeden Fall auch nochmal eins der Bände dann Platz finden wird. Mir gefällt von der Optik das zweite Cover ein bisschen besser, also zumindest wie es im Englischen aussieht und sie sind sicher eins zu eins, auf jeden Fall sehr ähnlich und mal sehen, was da im Regal landet. Aber bisher, der Auftakt war wirklich ein Genuss, war wirklich perfekt und hat mir unfassbar vielen Spaß gemacht. Und wenn ihr auch gerne so ein bisschen in diesen Jugendbuchstil hineingeht, auch in diese Fantasy-Dystopie, in auch Brutalität und Gewalt nicht irgendwie zu schlimm oder zu schnell zu schlimm empfindet, dann ist das wirklich das perfekte Buch für euch und ist definitiv mal einen genaueren Blick wert. Und jetzt bin ich super neugierig, was die Stammcrew heute noch hochgeladen hat, welche Buchtipps hier auf mich warten. Schaut, wie gesagt, gerne mal in die Infobox, da findet ihr die Infos zum Buch und eben auch zu den anderen drei Kanälen, zu den anderen drei Mädels, die heute dann auch ein Video hochgeladen haben. Und ich freue mich jetzt schon auf meine Abo-Liste. Hoffe, dass euch der Hörgenuss gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja auch ein Hörbuch-Highlight im Februar gehabt. Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare oder ob ihr dieses Highlight auch schon kennt. Oder ob ihr euch jetzt auch ein bisschen habt anfixen lassen. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.